Schaut mal, Kniebeugen ist nichts anderes als abhocken und aufstehen. Und wie lange machen wir das? Das ist schon unser Leben lang. Das heisst also, Kniebeugen ist eine ganz normale Bewegung. Jetzt ist es halt einfach so, bei Kniebeugen tue ich nicht ganz abhocken, sondern ich gehe halt nur berühren und stehe wieder auf. Und das Zweite, was man halt vielleicht muss schauen muss, wenn man runtergeht, wenn zum Beispiel die Waden zu wenig beweglich sind, gibt es Leute, die auch so etwas machen. Dort ist es einfach so, entweder nimmt man etwas um die Ferse, mal hier so etwas nehmen, dann kommen dann die Leute in der Regel weiter runter. Aber das Problem ist natürlich, die Beweglichkeit der Waden wird nicht besser. Das heisst, was ich eigentlich empfehle, wenn man hier zu wenig beweglich ist, dass man die Wadenmuskulatur dehnt. Und zwar würde ich so sagen, so 30 bis 60 Sekunden an die Seite. Und dass man halt dann bei Kniebeugen einfach so weit runter geht, wie es einem möglich ist. So. Und jetzt, vielleicht zum Techniktraining allgemein. Das Erste ist, wenn ich eine Bewegung übe, durch diese durchmeditieren. Das heisst, ich mache es sehr langsam. Das heisst, all die schwierigen Stellen, wo man meistens einfach übergeht, mache ich schön langsam und nachher das Hirn arbeitet und probiert dann die Bewegung zu optimieren. Also immer schön langsam. Und wieder rauf. Und nachher, wenn du die Bewegung mal besser kannst, fährst du an zu automatisieren. Das heisst, du kannst die Bewegung relativ schnell machen. Und dann geht es eben effektiv darum, dass du die Bewegung richtig ins Gespür überkommst. Dass es nicht mehr fremde Bewegung ist, sondern dass du das korrekt machst. Vielleicht noch etwas. Einer der besten Kniebeugentrainer ist die Übung hier. Du nimmst die Stange, so. Und jetzt, wenn ich runtergehe und zu fest vorbeuge, fällt die Stange ab. Also das heisst, sie muss ein gewisses Gewicht haben. Also bin ich darauf angewiesen, dass ich die Stange hier oben behalte. Und dann gehe ich so in die Knie. Und das zwingt dich zu einer guten Technik. Weitere Fehler, die man machen kann bei den Kniebeugen, ist zum Beispiel, dass man, was wir vorhin schon gesehen haben, dass da hier schlägt. Man so lädt kann sein, wenn man sich zu fest vorbeugt. Man sollte hier aufrecht bleiben. Ich kann zum Beispiel mit den Knien zu weit reinfallen. Also hier so Hüft bis Schulterbreit. Die Knie schon Richtung Fußspitze, wie bei der Beinpresse. Es geht um falsche Bein- oder Gelenkpositionen bei den Kniebeugen. Das kann zum Beispiel sein, dass ich das so mit X-Bein mache oder auch mit O-Bein. Meistens ist es so, dass wenn ich mit meinem Kniegelenk nicht so stabil bin, deutet das darauf hin, dass Abduktor, Adduktor, also der Innerschenkel und Gesäß Aussenseite zu wenig stark sind. Darum bin ich hier nicht so stabil. Würde auch so heissen, Gesäß-Aussenseite trainieren, Innenschenkel trainieren, damit ich eine stabilere Gelenkposition habe. Das andere ist halt das, wenn ich zum Beispiel Probleme habe, halt in den Kniebeugen, oder sie hinten die Fersen lüpfen oder was auch immer, ist eigentlich ein Trick einfach der, mach eine einbeinige Kniebeuge, weil bei einbeinigen Kniebeugen ist die Gelenkposition automatisch korrekt. Es kommt in der Regel niemandem in den Sinn, hier so etwas zu machen oder so etwas oder auch so etwas, weil es tut schon vom Zuschauen weh. In der Regel machen das die Leute automatisch richtig. Und nachher, wenn sie das so machen, dann kannst du dann sagen, okay, jetzt nimmst du das zweite Bein dazu und dann klappt es in der Regel schon viel besser. Also Problemstellung, weder Kniebeugen in die Richtung herbringst, auf ein Bein und mit einem Bein machst du es nachher automatisch richtig.
In diesem Video hier möchte ich mal erklären, den Unterschied zwischen Kniebeugen und Kreuzheben. Weil bei den Kniebeugen geht man in die Knie und beim Kreuzheben geht man eigentlich auch in die Knie. Aber was ist denn der Unterschied? Man fragt sich immer, warum wir auf zwei Beinen aufrecht laufen. Man fragt sich auch immer von der Evolution her, warum wo das den Vorteil gebracht hat. Und meistens, wenn man so Dokufilme sieht, mit irgendwelchem Primat, der ein Vorfahren von uns sein soll, dann sieht man meistens irgendwo eine Landschaft mit hohem Gras. Und dann irgendwo steht eben unser Vorfahr. Weiterhin im Gras ist irgendwie ein Säbelzahntiger. Und dann tut eben unser Vorfahr sich aufrichten und schaut, wo der Säbelzahntiger ist. Das heisst also, der Kopf ist immer oben. Man schaut immer, wo etwas sein könnte. Und die Hauptbewegung ist in den Knien. Und der Körper ist da oben, schön oben drauf. Das ist die Kniebeugenbewegung. Und wenn jetzt der Primat, unser Vorfahr, Angst hat, dass der Säbelzahntiger ihn sehen könnte, würde er wahrscheinlich in eine Duckbewegung hineingehen. Und die Duckbewegung ist eigentlich das Kreuzheben. Das heisst, die Bewegung ist nicht vorwiegend in den Knien, sondern das Gesäß geht hinten raus. Und die Bewegung ist vorwiegend aus der Hüfte. Ihr seht also nochmal, Kniebeugen wäre die, bleiben aufrecht. Und das Kreuzheben wäre die Bewegung, das Vögel geht hinten raus.